Schätze vor der Haustür. Das ist das zweite Jahr, dass wir dieses Projekt gemeinsam mit allen Akteuren realisieren. Und das Besondere des Projektes, was den Charakter ausmacht, ist ja, dass der gesamte Stadtteil, dass alle Schulen des Stadtteils aus den unterschiedlichen Einzugsgebieten mit Kindern aus den verschiedensten kulturellen, sozialen Herkünften gemeinsam in diesem Projekt agieren und sich kennenlernen. Also im letzten Jahr war das schon so, dass wir, also in der Nachschau auch, dass klar war, die Schulleiter sind sehr angetan von dem Projekt. Und es war dann die Frage, ist es nicht möglich, die Gruppen miteinander zu vermischen, weil das doch klar war, das ist die Schule X, die Schule Y und man hat dann geguckt, vielleicht, welche Schule macht es besonders gut. Und dann kam die Idee, die auch dankenswerterweise umgesetzt wurde, dass doch man die Gruppen mischen kann. Und das finde ich jetzt in diesem Jahr noch mal eine besondere Weiterentwicklung. Und soweit ich das auch in den Proben mitbekommen habe, haben sich da schnell die Kinder zusammengefunden, obwohl sie sich vielleicht im Leben noch nie vorher gesehen haben und konnten eine Woche lang ohne größere Streitigkeiten oder Konflikte an diesen Stücken arbeiten. Und das ist eine ganz besonders gute Sache aus meiner Sicht. Ja, das Kind erfährt sein künstlerisches Gestalten und Darstellen auf der Bühne, sein Spiel als ein Gemeinschaftsprozess, als ein aktives, soziales Miteinanderlernen. Und ich glaube, dass in diesem Spiel jedes Kind seine eigenen Stärken, Fähigkeiten, Talente einbringen soll, einbringen darf. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Verschiedene, unterschiedliche, individuelle, differenzierte Ausdrucks- und Gestaltungsweisen kommen so zu einem Theaterspiel auf die Bühne. Und ich glaube, es ist genau diese Spielfreude, die den Kindern Mut, Vertrauen, Zutrauen und auch Zuversicht für ihr Leben schenken kann. Aktives soziales Lernen, Co-Konstruktion, das geschieht hier auf eine sehr schöne Weise. Mit diesem Begriff der Co-Konstruktion, das meint ja, dass Kinder ganz aktiv miteinander lernen. Lernen ist ein aktiver sozialer Prozess, der aktiv auch begleitet wird. Und ich glaube, das geschieht in einem solchen Projekt, dass Kinder füreinander lernen, miteinander lernen, ja, aktiv gemeinsam als soziales Lernen, Co-Konstruktion. Und ich glaube, das ist den Kindern wunderbar gelungen. Und dadurch, dass es gelungen ist, in diesem zweiten Theaterprojekt alle Schulensembles jetzt so zu durchmischen, dass in jedem Ensemble Schüler aller Schulen sind, ist das ja gelebte Inklusion. Und die Erfahrungen, die die Kinder in dieser Zusammenarbeit machen, die lässt sich nicht durch viele Worte und Vorträge und andere Belehrungen irgendwie ersetzen. Und das wünschen wir uns, dass die Kinder viele Erfahrungen machen, dass das Zusammensein und die Unterschiedlichkeit eine Bereicherung ist. In diesen neuen Gruppen, die zusammengewürfelt waren, die ganz unterschiedliche Kompetenzen, Vorerfahrungen, Interessensgebiete mitbringen, diese Gruppe zu beobachten, wie sie gemeinsam ein Stück auf die Bühne bringt und gemeinsam mit ihnen zu arbeiten, das war etwas unglaublich Wertvolles, weil man sehen konnte, wie Kinder mit verschiedenen Erfahrungen sich gegenseitig unterstützen und wie jeder von der Anwesenheit des anderen profitiert. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll an der Theaterarbeit. Und das spiegeln auch die Kinder wieder. Sie erzählen dann, ich hätte nie gedacht, dass du das kannst und du sprichst viel lauter und du hast es so klasse gemacht. Also das ist gelebte Inklusion. Deshalb möchte ich jetzt als Schirmherrin, und da will ich mal sagen, bin ich sehr stolz drauf, dass ich eure Schirmherrin sein darf. Das ist für mich eine große Ehre, aber auch keine langen Worte mehr machen, weil ich bin genauso aufgeregt wie ihr vielleicht. Ich bin sehr aufgeregt, weil ich das letzte Mal schon dabei sein durfte und da schon mitbekommen habe, wie toll die Kinder, die Schauspielerinnen und Schauspieler das gemacht haben. Ja, also das hat mir schon beim ersten Mal riesen Spaß gemacht, da auf der Bühne zu stehen und zu schauspielern. Letztes Jahr konnten wir auch schon das Stück auch schon verschönern, aber dieses Jahr fand ich es doch ein bisschen besser noch. Wir haben eigene Ideen auf ein Blatt geschrieben und da dann selber Punkte verteilt. Jeder hatte einen Punkt und dann haben wir daraus ein Stück geschrieben. Der Ben hat selber mit unserem Kollegen Annas eine Vorgeschichte geliefert und daraus wurde dann eben das Stück, wie wir es jetzt aufgeführt haben.
als wir das Stück auch wirklich uns verschönern konnten und auch uns dann auch halt so Figuren halt auch machen sozusagen, wie die sich bewegen, wie die sprechen, das war halt sehr schön. Ich glaube, dass die Erfahrungen, die die Kinder jetzt machen, zum Beispiel sich mit einer neuen Thematik auseinandersetzen, sich vor Problemen sehen, die sie bewältigen müssen, dass sie im Rampenlicht stehen und präsentieren, dass das Erfahrungen sind, wenn die gut klappen. Und ich habe gesehen, dass es gut geklappt hat, dass das Erfahrungen sind, die ganz lange wirken werden. Und die sie ganz sicher im neuen Schuljahr auch begleiten, an die sie sich hin und wieder erinnern werden und die auf jeden Fall nützlich und längerfristig wirksam sein werden. Was mir so gut gefallen hat an dem Theaterprojekt, schon im letzten Jahr und heute Abend habe ich es wieder gesehen, dass Kinder dort mitspielen, die in der Klasse möglicherweise besondere Probleme zeigen oder besondere Unterstützungsbedarf haben. Und dass diese Kinder so hier mitmachen können, dass man das gar nicht erkennen kann. Also man hat eine Gruppe, die ganz toll miteinander spielt und sich aufeinander eingestellt hat. Und die Kinder, die möglicherweise einen besonderen Entwicklungsbedarf haben, die fallen überhaupt nicht mehr auf. Das ist der eine Aspekt zur Nachhaltigkeit, dass nämlich die Kinder und die Jugendlichen gestärkt werden und das zu einem Selbstverständnis dann auch wird. Und der zweite Teil ist, dass es auf der anderen Ebene auch nochmal zu einer Nachhaltigkeit kommt, nämlich in der Kooperation mit den Schulen, mit Beratungsstellen, mit den Jugendämtern, mit allen möglichen Unterstützungssystemen. Da versprechen wir uns viel von diesem Theaterprojekt. Das macht neugierig, das hat eine Wirkung nach außen. Und ja, unterstützt die Zusammenarbeit der verschiedenen Institutionen und Personen. Und das wünschen wir uns, dass auch das durch die Nachhaltigkeit verstärkt wird. Also meldet euch an, es macht wirklich Spaß. Ja, das macht wirklich Spaß. Ja, es lohnt sich. Es ist ein toller Spaß. Nicht nur, weil man keine Schule hat, weil es einfach auch vom Theaterspielen her etwas mit einem macht, etwas Positives mit einem macht.